I think it's one of the most tragic things. Es gibt kaum etwas Tragischeres auf der Welt als einen Christen, der unglücklich ist. Habt ihr mich gehört? Ich glaube, ein unglücklicher Christ ist ein Widerspruch in sich. Die Worte Christ und unglücklich sollten nicht einmal im selben Satz erwähnt werden. I did a lot of struggling and was frustrated. In den ersten Jahren meines Christseins hatte ich ziemlich zu kämpfen und war oft frustriert. Aber all das wäre gar nicht nötig gewesen. Deshalb ist es gut, aus den Fehlern anderer zu lernen. Heute will ich mit euch über die enge Vertrautheit mit Gott sprechen. Ob ihr es nun glaubt oder nicht, je enger eure persönliche Beziehung zu Gott ist, je tiefer eure persönliche Beziehung zu ihm ist, umso mehr fürchtet sich der Teufel vor euch. Ich sage das noch einmal. Je tiefer, je vertrauter, je persönlicher, je aufrichtiger, je wahrhaftiger eure Beziehung zu Gott ist, umso mehr fürchtet sich der Teufel vor euch. Ich weiß nicht, ob es den Teufel sonderlich stört, wenn wir Teil einer christlichen Organisation sind und versuchen, die frommen Regeln und Richtlinien zu befolgen, ohne dass unser Herz daran beteiligt ist. Dann spielen wir Gott ohnehin nur etwas vor. Ich erinnere mich daran, wie ich Gott vor langer Zeit manche Dinge nicht erzählte, weil ich nicht darüber reden wollte. Das war so dumm. Er wusste es ohnehin schon. Und er wollte nicht mehr von mir, als dass ich mich ihm öffne und mit ihm darüber spreche. Ich glaube, es gibt zwei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit wir eine enge Beziehung mit Gott aufbauen können. Ich weiß, dass manche Menschen ein bisschen zurückschrecken, wenn es um Intimität geht, aber da müsst ihr jetzt durch. Gott will eine enge, vertraute, persönliche, liebevolle, dynamische, kraftvolle Beziehung mit euch haben. Er will euer Freund sein. Das Christsein besteht nicht nur aus einem wöchentlichen Ausflug in die Kirche. Es bedeutet viel mehr. Bist du Christ? Ich gehe in die Kirche. Das sagt mir überhaupt nichts. Liebst du Jesus? Bist du ihm gehorsam? Warum gehst du überhaupt in die Kirche? Um dir deinen Segen abzuholen? Ich hole meinen Segen ab. Oder geht ihr in die Kirche, um ein Segen zu sein? Um mit anderen Menschen Gemeinschaft zu haben, um durch die Aussagen der Bibel ermutigt zu werden und Gott von ganzem Herzen zu preisen. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass die Kirche die Welt in dem Maß beeindruckt, wie sie es tun sollte. Es herrscht so viel Finsternis da draußen und es ist an der Zeit, dass wir Licht dort hineinbringen. Wir sind das Licht der Welt, aber viele Menschen haben das schlichtweg vergessen. Wir alle, ich eingeschlossen, müssen uns viel mehr damit beschäftigen, was in der Welt und in unserem Leben vor sich geht. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden und ihm Rechenschaft über unser Leben abgeben müssen. Es geht mir jetzt gar nicht um Himmel oder Hölle. Wir sind durch Gnade errettet. Aber ich will weder meine noch Gottes Zeit verschwenden. Ich will niemand sein, der keine Frucht bringt. Ich will nicht nur hier sein und Raum wegnehmen. Ich will meine Zeit nicht damit verbringen, mit Gott über unwichtige Dinge zu debattieren. Es ist Zeit, dass wir uns ihm unterordnen, ihm gehorchen und ihm gegenüber aufrichtig werden. Ich glaube, dass zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit wir eine enge, vertraute Beziehung zu Gott aufbauen können. Ich denke, die erste Voraussetzung ist, wirklich ehrlich mit Gott zu sein. Haltet nichts zurück. Versucht nicht, ihn aus bestimmten Bereichen eures Lebens herauszuhalten. Oh nein, das nicht, Gott, nur das nicht. Gebt ihm alles. Alles. Jesus hat gesagt, alles, was der Vater hat, gehört mir. Und alles, was ich habe, gehört dem Vater. Vielleicht habt ihr kleine Bereiche, die ihr Gott vorenthaltet, in die ihr ihn nicht hineinlasst oder von denen ihr denkt, hier läuft es auch so sehr gut. Nein, alles. Er muss in allem an erster Stelle stehen.
Es geht also um Wahrheit, um eine Beziehung zu Gott und Gebet. Wir machen das Gebet oft zu etwas, das es gar nicht ist, und dann empfinden wir es als Pflicht. Aber Gebet bedeutet einfach, mit Gott zu reden. Es bedeutet, ehrlich mit Gott zu reden, wie mit einem Freund. Ihr müsst ihm nichts vorspielen. Ihr müsst eure Stimme nicht verstellen, wenn ihr betet, oh, heiligster Vater. Ich habe schon Leute erlebt, die das tun. Sie reden mit einer Stimme und beten mit einer ganz anderen Stimme. Ich wette, dass Gott denkt, krieg dich wieder ein. Hallo Gott, ich bin es, Joyce. Wahrheit und Zeit. Wenn ihr Gott nahe sein wollt, müsst ihr Zeit für die Beziehung aufwenden. Seid ihr dazu nicht bereit, werdet ihr euch euer ganzes Leben lang nach etwas sehnen, das ihr nie haben werdet. Euch wird immer etwas fehlen. Denn wenn Gott in unserem Leben nicht an der ersten Stelle steht, erleben wir keine wahre Erfüllung. Ihr habt das wahrscheinlich schon gehört, aber es ist wahr. Im Innern eines jeden von uns gibt es eine Art Loch, das nur Gott ausfüllen kann. Keine berufliche Stellung, kein Partner und keine Partnerin, kein Ehemann, keine Ehefrau, kein Kind, kein Freund, kein Geld und kein Haus kann es ausfüllen. Nichts und niemand kann dieses Loch füllen außer Gott. Alles, was Gott uns sagt, dient zu unserem Besten. Ich war so überrascht, als ich herausfand, dass wir als Christen Kraft haben. Seht ihr, ich ging viele Jahre lang in die Kirche, aber niemand sagte mir das, und so lebte ich ein erfolgloses Leben. Ich wusste zwar, dass ich in den Himmel kommen würde, aber es fehlte mir echte Freude. Es gibt kaum etwas Tragischeres auf der Welt als einen Christen, der unglücklich ist. Habt ihr mich gehört? Ich glaube, ein unglücklicher Christ ist ein Widerspruch in sich. Die Worte Christ und unglücklich sollten nicht einmal im selben Satz kommen. Denn zu Jesus zu gehören bedeutet großes Glück und Freude. Unsere Sünden sind uns vergeben. Wir können ganz neu anfangen. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Wir empfangen Hoffnung. Das bedeutet nicht, dass wir keine Probleme mehr haben, aber wir haben Gott. Die Leute sagen immer, ich gehe gerade durch schwere Zeiten. Nun dankt Gott, dass ihr hindurchgeht und nicht irgendwo in der Mitte stecken bleibt. Ich sagte früher auch immer, ich gehe durch schwere Zeiten. Eines Tages sagte der Herr zu mir, ja, du gehst hindurch, freu dich. Gott sei Dank, wir gehen hindurch und wir müssen nicht versuchen, ohne Gott hindurchzugehen. Vielleicht habt ihr Probleme, aber wie würde es euch gefallen, sie ohne Gott lösen zu müssen? Das wäre nicht gut, oder? Wir sollten lernen, unsere Beziehung zu Gott wirklich ernst zu nehmen. Gott bietet uns Kraft an, aber diese Kraft kommt durch die Vertrautheit mit ihm. Ich habe den Teufel jahrelang angeschrien. Ich schrie ihn an und widerstand ihm, bis mir fast die Stimme wegblieb. Aber das half mir auch nicht. Als ich es eines Tages wieder tat, was ich für beten hielt, obwohl ich die meiste Zeit schrie, sagte Gott, warum studierst du nicht einfach die Bibel und findest heraus, wie Jesus geistliche Kampfführung betrieb? Er hatte keine Probleme mit dem Teufel. Wenn Jesus in eine Stadt kam, floh der Teufel. Ich will nicht eine Woche vor jeder Veranstaltung schon anreisen und Dämonen anschreien müssen, bevor ich lehre. Wenn ich komme, will ich, dass der Teufel geht. Und wenn ihr zur Arbeit geht, sollten sich alle Teufel verstecken. Sobald ihr morgens euren Fuß in das Firmengebäude setzt, sollte ein Dämon zum anderen sagen, du meine Güte, er ist aufgestanden. Oh nein, sie ist wieder da. Wir sollten nicht ständig sagen, der Teufel, der Teufel, der Teufel. Wir reden zu viel über den Teufel. Wir sollten uns ansehen, wie Jesus lebte. Und uns der Tatsache stellen, dass er kein wirkliches Problem mit dem Teufel hatte. Er gewann jede Schlacht und stellte sich jeder Versuchung und überwand sie. Davon können wir sehr viel lernen. Aber darauf kann ich jetzt nicht weiter eingehen. Das ist eine Vortragsreihe für sich. Ihr werdet jedoch feststellen, dass Jesus immer viel Zeit mit dem Vater verbrachte. Wir werden durch unsere Beziehung zu Gott gestärkt.
Ich weiß, wenn ich jetzt fragen würde, wem von euch es schwerfällt, die Disziplin aufzubringen, regelmäßig gute Gemeinschaft mit Gott zu haben, würde vermutlich jede Hand nach oben gehen. Aber wenn der Teufel in dieser Sache so hart gegen uns kämpft, was glaubt ihr, warum er das tut? Warum tut er das? Wisst ihr, ich sage den Leuten immer, ich freue mich, dass ihr morgens meine Sendung anseht, aber ich will nicht, dass ihr mich für Gott eintauscht. Habt ihr mich gehört? Glaubt nicht, dass die Zeit, in der ihr einem Bibellehrer im Fernsehen zuseht, die Zeit ersetzen kann, die ihr mit Gott verbringt. Ich freue mich, dass ihr zu dieser Veranstaltung gekommen seid. Ich hoffe, ihr bleibt das ganze Wochenende. Am Sonntag werde ich hier im Gottesdienst sprechen. Ihr könnt in eure Kirche gehen und danach wieder zu uns kommen. Am Abend geht es weiter. Ihr seid herzlich willkommen. Aber ich will, dass ihr trotzdem Zeit mit Gott verbringt. Schwingt euch morgens aus dem Bett und sucht Gott, bevor ihr herkommt. Macht euch Notizen und geht sie hinterher mit Gott durch. Denn wisst ihr was? Wir können euch nur Bruchstücke von dem geben, was ihr für euer Leben braucht. Ihr bekommt heute ein Stück und jeweils eins morgen früh, morgen Abend und am Samstag. Einige von euch waren schon zur Pastorenschule hier. Ihr bekommt alle möglichen Stücke, aber es bleiben Stücke. Bis ihr damit zu Gott geht und sagt, nun habe ich all dieses wunderbare Wissen, aber ich will, dass es in meinem Leben greift. Deshalb bringe ich es zu dir, denn ohne dich bin ich nichts. Ich schätze die Gaben, die du den Menschen gibst und wie sie uns damit helfen. Aber sie sind nicht du. Ich bitte dich, dass du die einzelnen Stücke in meinem Leben zusammenfügst und mir Erkenntnis darüber schenkst. Und da steht euch hier ein paar Vorträge zu hören und dann mit einem 4-Punkte-Plan nach Hause zu gehen, wie ihr die Welt verändern könnt, nur weil ihr jetzt ein paar mehr Informationen habt. Ich glaube, wir hören zu viel in zu kurzer Zeit, sodass nichts wirklich zu uns durchdringt und in unser Inneres gelangt. Ich meine, bei all den Möglichkeiten, die wir haben, Fernsehen, Radio, CDs, DVDs und so weiter, könnt ihr innerhalb von 5 Tagen 20 verschiedene christliche Vorträge hören. Aber die Inhalte werden nicht wirklich zur Realität für uns, weil wir darüber nachdenken müssen. Wir sollten uns damit auseinandersetzen. Die Wahrheiten müssen in unser Innerstes gelangen. Hört euch die Vorträge an, aber wenn ihr auf einen stoßt, bei dem ihr sagt, Mensch, diese Inhalte brauche ich wirklich für mein Leben, macht euch Notizen und studiert dieses Thema. Dann geht zu Gott und sagt, ich muss ein Seminar zu diesem Thema besuchen, ich muss es studieren, ich muss lernen, ich muss wachsen, ich muss die Wörter nachschlagen und diese Verse in der Bibel lesen. Es gibt nichts Besseres als ein persönliches Studium. Begnügt euch nicht damit, dass jemand, der ein Thema bereits studiert hat, es euch auf dem silbernen Tablett präsentiert. Stimmt's? Gott ist groß und er hat einen großartigen Plan für euer Leben. Er ist euer Partner, aber er wird nicht alles für euch tun. Er wird euch die Kraft und die Fähigkeiten verleihen, die ihr braucht. Er wird euch die nötige Weisheit schenken, aber er wird euch nicht alles abnehmen. Ihr müsst Einsatz zeigen, ihr müsst standhaft sein, ihr müsst euch weigern, aufzugeben. Es wird Dinge in eurem Leben geben, die ihr loslassen müsst. Ihr werdet Dinge tun müssen, die ihr nicht tun wollt. Und manches, was ihr gerne tut, werdet ihr aufgeben müssen. Aber all das wird euch später so glücklich machen, dass ihr es kaum aushaltet. Keine Züchtigung scheint uns für die Gegenwart Freude zu sein, aber ihr müsst dann später denken. Denn wisst ihr was? Die Zukunft wird uns einholen, ob ihr es nun glaubt oder nicht. Die Zeit steht für niemanden still. Halleluja. Epheser 6, Vers 10. Ich will euch anhand einiger Verse zeigen, dass Gott eure Schlachten schlägt, wenn ihr euch dafür entscheidet, eine enge Beziehung zu ihm aufzubauen. Und schließlich, werdet stark im Herrn, werdet befähigt durch die Einheit mit ihm. Das Wort Einheit bedeutet eins sein. Das ist ein anderer Ausdruck für eine tiefe, vertraute, enge, persönliche Beziehung mit Gott. Intim oder vertraut zu sein bedeutet, an etwas beteiligt zu sein und jedes Detail zu kennen.
Gott will an jedem Detail eures Lebens teilhaben. Ich erinnere mich noch daran, wie Gott mich 1976 mit seinem Geist erfüllte und mich auf eine wunderbare Weise berührte. Damals wurde alles, was Gott betrifft, so real für mich. Und wisst ihr, Gott redet zu uns. Ich kenne viele Leute, die ausflippen, wenn ich das sage. Dann werde ich immer ein bisschen... Nein, ich sage jetzt lieber nichts dazu. Wisst ihr, ich sprach einmal bei einer Veranstaltung und wie ich eben so bin, erzählte ich, wie Gott dieses und jenes zu mir gesagt hatte. Der Mann, der nach mir sprach, hatte wohl das Gefühl, er müsste mich korrigieren, damit ich nicht alle Leute verwirrte. Aber wie kann man die Bibel lesen und dann nicht glauben, dass Gott zu uns spricht? Gott führt uns. Natürlich hören wir nicht die ganze Zeit Stimmen. Ich glaube, die Leute denken oft, was glaubst du, wer du bist? Glaubst du, du hättest eine Art Hotline zum Himmel? Nun, meine Schafe hören meine Stimme und der Stimme eines Fremden werden sie nicht folgen. Wenn wir die Bibel kennen, können wir Gottes Stimme hören. Ich weiß, dass das wahr ist, denn damals, in den 70ern, suchte ich nicht danach, von Gott zu hören. Ich wusste nicht einmal, dass das geht. Aber dann hörte ich die Stimme Gottes und war so begeistert, dass ich es kaum aushielt. Aber wisst ihr was? Der Tag, an dem Gott mich berührte, war ein Freitag und freitags gingen Dave und ich immer zum Bowlen. Nun hört zu, ich will euch zeigen, wie vertraut Gott mit euch sein will. In eurer Beziehung mit ihm geht es nicht nur um geistliche Dinge. Gott interessiert sich für jedes einzelne Detail eures Lebens. Ob ihr nun einkaufen geht, das Haus putzt, einen Ölwechsel am Auto vornehmt oder Windeln wechselt, das ist Vertrautheit. Er will an allem beteiligt sein, was euch betrifft. Ihr müsst aufhören, ihn auszuschließen, weil ihr denkt, dass ihn das nicht interessiert. Wir gingen also zum Bowlen. Ich erwartete nicht, dass Gott mit mir über das Bowlen sprechen würde. Ich meine, ich kam nicht einmal auf die Idee, aber dann hörte ich in meinem Geist, warum bittest du mich darum, dir beim Bowlen zu helfen? Ich dachte, das werde ich bestimmt nicht tun. Ich glaubte, dass Gott nur für große Katastrophen und sehr geistliche, fromme Dinge zuständig sei. Aber Bowling? Und dann hörte ich Dinge wie, warum bittest du mich nicht, dir zu helfen, dein Haar zu frisieren, damit du aufhören kannst, dich zu ärgern? Ihr habt wirklich keine Vorstellung. Bitte hört mir zu. Ihr habt wirklich keine Vorstellung davon, wie begeisternd eure Beziehung zu Gott werden kann, wenn ihr euch einfach öffnet und erkennt, dass er an jedem Bereich eures Lebens interessiert ist. Bitte versteht, was ich euch sagen will. Wenn ich nur über zwei Dinge sprechen könnte, was nicht der Fall ist, ich halte ständig neue Vorträge fürs Fernsehen, aber wenn ich ausnahmslos in Kirchen predigen würde, würde ich wahrscheinlich nur über zwei Themen sprechen, nämlich das, worüber ich heute mit euch rede, und über das Leben in der Liebe. Denn die Bibel sagt, dies ist das wichtigste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Ihr sollt Gott leidenschaftlich lieben mit allem, was ihr habt. Das Zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Leute, wir haben etwas zu tun. Wir müssen ein paar Dinge in Ordnung bringen. Es ist Zeit, dass wir erwachsen werden. Stimmt's? Bitte versteht, dass Gott an jedem Bereich eures Lebens Anteil haben will. Hört auf, ihn aus manchen Bereichen auszuschließen. Teilt euer Leben nicht auf in weltlich und geistlich. Alles wird geistlich, wenn Gott daran beteiligt ist. Ein Einkauf im Supermarkt kann ebenso geistlich sein wie ein Gang in die Kirche, wenn ihr mit Gott geht. Schenkt überall, wo ihr hingeht, jemandem ein Wort der Ermutigung. Zaubert ein Lächeln auf das Gesicht eines anderen. Sorgt dafür, dass er sich besser fühlt. Achtet auf die Nöte anderer und seid bereit, ihnen zu begegnen. Geht hinaus und seid Spione für Gott.
Ich meine, ihr könnt so begeistert von eurem Leben sein, dass ihr es kaum aushaltet. Ihr könnt ein Ziel haben. Mein Ziel ist es, mein Licht leuchten zu lassen und ein Lächeln auf das Gesicht anderer zu bringen. Ich will nicht jeden Morgen ärgerlich und deprimiert aufstehen, weil nicht alles nach meinem Willen geht. Ich will Gott nicht 25 Dinge sagen müssen, die ich brauche, um Christin bleiben zu können. Vielleicht ist jemand mit solch einer Haltung zu dieser Veranstaltung gekommen. Gott, ich glaube, wenn ich dieses Wochenende nichts höre und kein Wort bekomme, kann ich nicht weitermachen. Nun, jetzt habt ihr euer Wort. Preist den Herrn, ihr könnt weitermachen. Liebt Gott, liebt die Menschen. Hab ich recht? Ihr müsst euch selbst lieben. Vertrautheit ist vollkommene Liebe ohne Vorbehalt. Wow. Ihr tragt sie zu jeder Zeit in eurem Herzen. Ihr seid per Du, ihr seid euch nah und alles teilt ihr miteinander. Freundschaft. Die Einheit von zwei Teilen. Werdet stark im Herrn, werdet befähigt durch die Einheit mit ihm. Bezieht eure Kraft von ihm, die Kraft, die seiner grenzenlosen Macht entspringt. Und zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, die Rüstung eines schwer bewaffneten Soldaten, die Gott euch gibt, damit ihr gegen alle Strategien und Listen des Teufels bestehen könnt. Aber wie können wir das tun? Werdet stark im Herrn. Werdet befähigt durch das Einssein, die Einheit, die Gemeinschaft und die enge Beziehung mit ihm. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht nur mit physischen Gegnern, sondern gegen die Gewalten, die Mächte, die geistlichen Machthaber, welche die Weltbeherrscher dieser gegenwärtigen Finsternis sind, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der himmlischen, übernatürlichen Welt. Lasst mich euch etwas sagen, in der unsichtbaren Welt, die wir oft vergessen, gehen viele Dinge vor sich. Es gibt eine unsichtbare Welt, die ebenso real ist wie die Welt, die wir sehen können. Und dort ist göttlicher Schutz, da sind Engel, aber auch viel Böses und viele dämonische Mächte, die uns angreifen wollen. Deshalb brauchen wir die Waffenrüstung des Lichts. Jedes Mal, wenn ihr Zeit mit Gott verbringt, zieht ihr Christus an. Ihr zieht sein Licht und euer neues Wesen an. Dann weiß der Teufel nicht, was er mit euch anstellen soll. Wenn ihr lernt, damit umzugehen, wird ihn das Licht, von dem ihr umgeben seid, in seiner Finsternis blenden. Sollte euch jemand verletzt haben, dann verbringt Zeit mit Gott. Erzählt nicht 40 Leuten davon, die euch sowieso nicht helfen können. Es ist nicht falsch, mit anderen Menschen zu sprechen. Gott gebraucht Menschen. Er lässt uns einander helfen, aber wir übertreiben es oft damit. Wir rennen zum Telefon anstatt zu Gottes Thron. Ihr müsst selbst euer bester Freund sein. Wenn ihr spürt, dass ihr entmutigt werdet, geht zu Gott. Seid ihr ärgerlich, weil ihr aus der Haut gefahren seid oder jemandem vergeben müsst und nicht wisst, wie ihr das schaffen sollt, geht zu Gott. Er wird euch die Kraft und die Energie dafür geben. Sagt einfach, Gott, ich werde diesen Ort nicht verlassen, bis du mir die Gnade schenkst, deinen Willen zu tun und andere Menschen so zu behandeln, wie du es willst. Ihr solltet beten. Euer Gebet muss nicht hochgeistlich sein. Ihr müsst dazu nicht einen bestimmten Ort aufsuchen. Ihr könnt euch in einem Einkaufszentrum in der Toilette einschließen. Mein Mann empfing die Taufe im Heiligen Geist mit 18 Jahren, als er gerade in seiner Firma auf der Toilette war. Der Heilige Geist scheut sich nicht vor dem stillen Örtchen. Ich konnte nicht widerstehen, es tut mir leid. Ich werde wahrscheinlich einen Klaps dafür bekommen, ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht respektlos. Ich will euch nur sagen, wie wunderbar und erstaunlich es ist, dass ein Gott, der so heilig und mächtig ist, von sich aus zu uns kommt. Er sagt, ich komme herunter. Es reicht mir, ich komme herunter. Er sagt, ich werde dich nie verlassen, noch im Stich lassen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wow, wir haben so viel. Aber manchmal sind wir blind für all das, was wir haben. Wir kämpfen und strampeln uns ab.
und wissen nicht, ob wir es schaffen, bis Jesus wiederkommt. Wir brauchen einen Durchbruch. Mir ging es auch so. Aber irgendwann hatte ich es so satt, es falsch zu machen, dass ich zu Gott sagte, du musst mir beibringen, es richtig zu machen. Amen. Denken Sie daran, Gott wartet darauf, dass wir uns entscheiden, wie vertraut wir mit ihm sein wollen. Je näher wir Gott sind, umso erfüllter wird unser Leben sein. Zu einem guten Morgen gehört ein gutes Frühstück. Und die tägliche Andacht von Joyce. Frische Impulse und gute Gedanken, die Kraft geben für den Tag. Abonnieren Sie die Andacht kostenlos auf joyce-meyer.de/andacht oder auf Facebook. Fangen Sie den Tag gleich richtig an. Es lohnt sich. Wir sind hier im Hand of Hope Krankenhaus in Angatscha, Äthiopien. Dave, was empfindest du, wenn du hierher kommst und siehst, was Gott uns hier erlaubt zu tun? Ich bin tief berührt und sehr begeistert von den Möglichkeiten, die Gott uns hier gegeben hat. Dieser Ort war früher total heruntergekommen und jetzt ist alles so schön. Man sagt, diese Umgebung hier ist sehr wohltuend für die Menschen hier. Ja, das stimmt. Die Menschen sind begeistert davon, was hier passiert ist. Und wir sind begeistert davon, was Gott tut und wie er den Menschen hier in Angatscha, Äthiopien, hilft. Wir haben ja die Möglichkeit, notleidenden Menschen zu helfen. Und das ist der Wunsch und das erklärte Ziel von Joyce Meyer Ministries. Ja, wirklich. Wir lieben es, Menschen zu helfen. Das Lachen auf den Gesichtern der Kinder und die Hoffnung in den Augen ihrer Eltern zu sehen, ist ein unglaublicher Segen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres auf der Welt und nichts, das einem ein besseres Gefühl gibt, als zu wissen, dass man das Leben eines anderen zum Positiven hin verändert. Es macht mich glücklich, wenn ein Mensch wieder lächeln kann. Danke, dass Sie uns unterstützen. Angstvolle und negative Gedanken führen nur ins Leere. Wie wäre es denn, sie einfach gegen gute Gedanken einzutauschen? Denn wo ein positiver Gedanke ist, da ist der nächste nicht weit. Erneuern Sie Ihr Denken und lernen Sie mit Joyce Meyer die Kraft der biblischen Powergedanken kennen. Es ist Ihre Entscheidung. Denn Ihr Denken bestimmt, wer Sie sein werden. Bestellen Sie jetzt Ihre persönliche DVD Powergedanken von Joyce Meyer. Im Internet auf joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.